Heute Morgen haben wir ungefähr 700 Schwäne hier. Ich bin völlig zufrieden und glücklich, so viele noch um diese Zeit hier zu haben. Ich hatte erwartet, dadurch, dass die Wetterlage sich verändert hat, dass es ein bisschen wärmer wird, dass wir nur noch wesentlich weniger Zwergschwäne heute Morgen hier vorfinden würden. Aber es ist toll. Es ist ein bisschen weniger als Mitte letzter Woche. Da hatten wir um die 1000. Aber heute Morgen ist es noch wunderschön. Martina Bode beobachtet seit 10 Jahren die selten gewordenen Zwergschwäne. Die sind gerade aufgewacht. Hier hinter uns zum Beispiel, das ist eine überschwemmte Grünlandfläche in einem Naturschutzgebiet, eine alten Sorgeschleife. Und sowas ist einfach ideal für sie, wenn sie praktisch nur eine geringe Distanz zurücklegen müssen, um von ihren Nahrungsflächen zum Schlafplatz zu gelangen. Im Laufe des Morgens fliegen die Vögel nur ein Stück weiter ins Grüne, um sich für den Rückflug nach Sibirien zu stärken. Und die Biologin fährt ihnen hinterher. Denn jetzt muss Martina Bode die Zwergschwäne zählen. Und zwar dort, wo sie gerade fressen. Vier Zwergschwäne. Und der Rest sind dann natürlich ergo Singschwäne. Und jetzt ermittle ich nochmal den Anteil an Jungvögeln. Die allerdings findet sie kaum, weil so viele Junge das harte sibirische Klima nicht überleben. 18.000 Zwergschwäne gibt es weltweit und es werden immer weniger. Deshalb ist diese Art bedroht. Das ist schon ein ganz ordentlicher Trupp und der besteht wirklich, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick sehe, nur aus Zwergschwänen. 550 Vögel hat Martina Bode heute gezählt. Vielleicht sind einige Schwäne schon Richtung Sibirien geflogen. Die anderen kommen am Abend in die Eiderträne-Sorgeniederung zurück. Momentan haben wir ja Sonnenuntergang gegen 6. Und dann kommen so die ersten. Und der Großteil kommt wirklich dann auch in der Dunkelheit und finden sich hier wieder ein, um die Nacht hier zu verbringen. Zusammen mit Blässgänsen, Graugänsen, Singschwänen. Und dann haben wir hier eine Geräuschkulisse, die häufig bis 10 Uhr, 11 Uhr nachts noch zu hören ist. Ja, wunderschön. Ende März sind die Schwäne verschwunden. Und dann wird es wieder still im Naturschutzgebiet rund um Bergen-Husen.